Die schwarze Erde, Humus, ein Stückchen Wald. Im eigenen Garten. Humus ist ja schwarze Erde. Im Portugiesischen bedeutet schwarze Erde Terra Preta. Aber Terra Preta und Humus ist nicht das Gleiche. Herzlich willkommen zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. Und in der heutigen Episode möchte ich euch ein bisschen was über Terra Preta erzählen. Also wie gesagt, Terra Preta kommt aus dem Portugiesischen und bedeutet schwarze Erde. Und ihren Ursprung hat die Terra Preta aus dem Amazonasgebiet der Indios. Dort haben sie halt Pflanzen bzw. Holzkohle aus ihren Abfällen hergestellt, zum Beispiel Küchenabfälle, Knochen, Reste von Fleisch und Fisch sowie Mist und entsprechende Tonscherben, also alles, was sie gefunden haben. Und daraus haben sie halt diese Pflanzen und Holzkohle hergestellt, indem sie halt unter wenig Sauerstoff diese Materialien verbrannt haben. Besonders an dieser Pflanzenkohle ist, dass diese den Porenraum des Bodens weiter vergrößert und erweitert. Dadurch haben die Pflanzen und Pilze eine bessere Symbiose bzw. haben bessere Voraussetzungen für eine gute Symbiose, und der Boden hat natürlich auch eine bessere Struktur, weil an diesen Wänden dieser Porenräume befinden sich so Wasserhäutchen, in dem sich halt dann die Pflanzenwurzeln, zum Beispiel die Salze und das Wasser, besser aufnehmen können. Zudem hat ein Gramm dieser Pflanzenkohle eine Gesamtoberfläche von 400 Quadratmeter, also es ist ziemlich groß, und diese Pflanzenkohle wirkt wie ein Schwamm, also das heißt Nährstoffe, Mikroben, Kleinstlebewesen wie Bakterien und Pilze, diese werden alle von der Pflanzenkohle aufgesaugt. Und das Besondere einfach an dieser Pflanzenkohle ist zum Beispiel von diesen Indios in dem Amazonasgebiet, dass selbst noch heute Leute, die ein Land haben bzw. Landgut auf solcher Erde haben, ihre Erträge bzw. ihre Pflanzenerzeugnisse immer gut sind, optimal sind und die einfach ein erfolgreiches Gärtnern durchführen können, während andere, die jetzt nicht Terra Preta Boden haben, ziemlich am Verzweifeln sind, wie sie halt zum Beispiel über die Runden kommen, weil bei ihnen nicht so viele Pflanzen bzw. Kultursachen gedeihen. Wichtig ist bei der Pflanzenkohle, wenn ihr sie zum Beispiel selbst herstellen wollt, dass ihr sie zunächst aktivieren müsst, weil wie gesagt, die Pflanzenkohle ist wie ein Schwamm, und wenn ihr sie nicht mit Nährstoffen, mit Mikroben und Pilzen anreichert und sie somit aktiviert, dann entzieht diese Pflanzenkohle, die unaktiviert ist, der Umgebung die entsprechenden Mikroben und Nährstoffen, und das kann halt auch dazu zum gegenteiligen Effekt führen, dass eure Pflanzen dann dadurch verwelken, schwach werden, krank werden und einfach dann eingehen, obwohl ihr sie eben mit dieser Pflanzenkohle eigentlich bereichern wollt. Wie gesagt, der Vorteil von dieser Pflanzenkohle ist, dass sie halt einerseits die Nährstoffe abspeichert, Kleinstlebewesen mit aufsaugt, wenn sie schon bereits aktiviert sind, und natürlich auch Wasser speichert, sodass ihr halt zum Beispiel in Trockenperioden oder für längeren Phasen eure Gurken, eure Pflanzen, eure Tomaten zum Beispiel, weil jetzt bald die Saison beginnt, weniger gießen müsst. Außerdem müsst ihr auch dadurch, weil eure Pflanzen schon die vorhandenen Mikroben haben, die ja in der Pflanzenkohle drin sind, und auch die vorhandenen Nährstoffe in der Pflanzenkohle sind sehr bestens versorgt, sind auch optimal geschützt gegen Pathogene oder feindlichen Pilzen. Und dadurch muss man zum Beispiel weniger Spritzen, Fungizide einsetzen oder chemische Stoffe verwenden, falls halt, wie gesagt, die Pflanzenkohle aktiviert ist.
Zudem kann auch die Pflanzenkohle auch als Start für einen optimalen Kompost verwendet werden. Wichtig auch bei der eigenen Herstellung von der Pflanzenkohle ist auch, dass ihr bei der Pyrolyse achtet, beziehungsweise beim Kauf von Pflanzenkohle einfach darauf achtet, dass sie keinen hohen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffgehalt habt. Das ist einfach diese PAK entsteht halt durch die Verbrennung von organischen Materialien. Das ist halt einfach ein Toxin und zum Beispiel kann PAK dazu verwendet werden, um Abgase aus der Luft herauszufiltern, weil dieses PAK diese Stoffe auch bindet und diese Stoffe wirken unter anderem sehr hautreizend. Außerdem tun sie zum Beispiel auch Atemwegsbeschwerden verursachen und können auch krebserzeugend sein. Also wenn ihr zum Beispiel Pflanzenkohle kauft, dann achtet einfach, dass der PAK-Wert so niedrig wie möglich ist. Und wie gesagt, die Pflanzenkohle sollte aktiviert sein, um nicht den gegenteiligen Effekt zu verursachen. Ihr müsst es einfach vorstellen, hat eine neue Werkstatt errichtet und einfach ein Regal. Und dieses Regal müsst ihr halt erstmal befüllen mit zum Beispiel Öl, Ersatzteile und Schrauben, Muttern und einfach Werkzeug, damit ihr überhaupt arbeiten könnt. Und genauso müsst ihr es auch einfach mit der Therapreta bzw. mit der Pflanzenkohle auch sehen. Das ist einfach ein guter Vergleich, finde ich. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte wieder dein Wissen bereichern und eventuell dir auch Tipps geben, wie du deinen Garten aufbessern und verbessern kannst, damit du erfolgreich in die kommende Saison deine Kultur setzen kannst. Eignet sich auch super, wenn du zum Beispiel in der Stadt lebst, deine Balkon- und Gräserzucht voranzutreiben, damit du auch Erfolgserlebnisse hast. In diesem Sinne, Spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wissen to Go. Bis dahin, ciao.